Ein herzliches Willkommen aus Göttingen, aus der Sporthalle des Felix-Klein-Gymnasiums in Göttingen. Wir begrüßen Sie zum ersten Spieltag in der Planet DBBL, Planet Photo DBBL. Zum ersten Spieltag. Die Heimmannschaft der BG74 Veilchen Ladies empfängt die Gästemannschaft des USC Heidelberg. Mein Name ist Florian Schmidt. Ich werde Sie heute mit meinem Kommentar begleiten. Und wir sind nur noch wenige Sekunden vom ersten Tip-Off der neuen Saison entfernt. Die Spielerinnen wurden bereits vorgestellt. Jetzt sind auch die Starting Fives bereits auf dem Feld. Für Heidelberg beginnt die Nummer 9 Sarah Kranzhöfer, die Nummer 3 Tiffany Jones-Smith, die Nummer 21, das ist Rachel Arthur, die 23, das ist der Neuzugang, das ist Nishia Hammonds, zu der werde ich später noch etwas erzählen, und die Nummer 11, das ist Vashondra Young. Für die BG beginnt mit der Nummer 41 Verdeen Warner, die Nummer 1 Alyssa Pierce, die Nummer 7 Jennifer Crowder, die 23 Marissa Jennings und die 21, das ist Casey Smith. Los geht's, die Halle ist bereit. Die neue Saison hat begonnen. Die BG mit dem ersten Angriff in der neuen Saison 2017-2018. Heidelberg beginnt direkt mit einer intensiven Verteidigung. Das hohe Anspiel auf Verdeen Warner. Verlegt den ersten Korb, hat aber sofort den Offensivrebound. Ah, und da war das Anspiel ein bisschen zu lasch von Marissa Jennings auf Casey Smith. Und der Ball ist bei der BG. Dean Warner mit dem Post-Up wird gefoult im Wurf. Es gibt die ersten zwei Freiwürfe der neuen Saison. Nach dem Foul an Verdeen Warner. Hat sich letzte Woche beim Champions Cup Weekend auch hier in Göttingen nicht immer als die sicherste Freiwurfschützin erwiesen. Verwandelt hier aber ihren ersten. Ah, der zweite geht knapp vorbei. Wir haben nach rund einer Minute die erste Führung für die BG. Ja, der zu lange Pass von Tiffany Jones-Smith. Und es gibt den nächsten Angriff für die BG. Über Jennifer Crowder. Ein schönes Anspiel von Verdeen Warner auf Casey Smith, auf den Neuzugang aus den USA. Und sie macht die nächsten zwei Punkte, beziehungsweise die ersten zwei Punkte aus dem Feld. Ja, und Sarah Kranzhöfer dann mit einem Airball. Ja, jetzt wurde er dabei gut und schnell bewegt. Rachel Arthur steht frei, nah am Korb. Und auch sie macht die ersten zwei Punkte in der neuen Saison für ihr Team. Jennifer Crowder mit dem Fehlversuch beim Layup. Hatte ihre Stärke durch die Schnelligkeit. Sie ist gerade 1,64 groß. Hatte ihre Schnelligkeit letzte Woche immer wieder unter Beweis stellen können. Ist immer wieder gegen die größere Spielerin zum Korb gezogen. Kam dadurch teilweise zu einfachen Punkten. Auch das wird heute wieder der Schlüssel zum Erfolg sein. Ja, Marissa Jennings hier mit einem starken Zug zum Korb. Nimmt einen leichten Kontakt auf, ist aber zu wenig für einen Foul. Und wir haben die nächsten zwei BG-Punkte. Ja.
Das ist der erste Wurf von Vashandra Young und auch direkt der erste Treffer. Sie war hier beim Champions Cup Weekend vergangene Woche die Topscorerin für ihr Team. Hatte insgesamt 37 Punkte in 2 Spielen erzielt. Hat aber auch extrem viele Würfe genommen. Und das könnte der Schlüssel für die BG sein, über die Scorerin sie zu schlechten Würfen zu zwingen, zu schweren Würfen zu zwingen und ihr so den Spielrhythmus nehmen zu können. Das war ein Loose Ball Foul gegen Vashandra Young. Das ist ihr erstes persönliches Foul. Die BG beim Stand von 7-7 im Ballbesitz. Wieder bei Redeem Warner. Ja, die den Kontakt super aufnimmt hier von Tiffany Jones-Smith. Zieht das Foul, legt den Ball rein. Es gibt die Möglichkeit zum End-One, zum 3-Punkt-Spiel. Warner geht direkt wieder an die Linie. Aber vergibt auch die Möglichkeit. Vashandra Young, ja, da haben wir den nächsten wilden Abschluss. Zieht dagegen die deutlich größere Warner. Und vergibt die Möglichkeit zu verkürzen. Casey Smith mit dem freien Ball, mit dem freien Wurf. Marissa Janik war zuletzt dabei. Es gibt Einwurf für den USC Heidelberg. Marlene Angul ersetzt jetzt Rachel Arthur. Jetzt kann der Wechsel auch durchgeführt werden. Marlene Angul, vergangene Saison mit 7,8 Punkten im Schnitt. Eine solide Scorerin. Eine gute Unterstützung immer wieder gegeben. Und damit auch maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass Heidelberg in der Division Süd als Meister jetzt in der ersten Bundesliga spielt. Wieder Vashandra Young hat die Hand von Casey Smith im Gesicht, versucht es trotzdem und verwirft. Spiel wird schnell gemacht über Alyssa Pierce und sie legt den Layup rein. Super ausgespielt dieser Fast Break, schön abgeschlossen von Alyssa Pierce, die Topscorerin auf Seiten der BG beim Champions Cup Weekend hier mit 30 Punkten insgesamt in 2 Spielen. Und da haben wir den nächsten Turnover. Ballbesitz und Angriff für die Fighting Ladies. Wieder weit offen die Zone. Marissa Janning kommt super frei zum Layup. Macht hier die nächsten 2 einfachen Punkte. Die Abstimmung bei den Heidelbergerinnen und die Switches in der Verteidigung passen hier überhaupt nicht. Immer wieder kommt die BG ganz einfach zum Korb, kommt frei durch. Die Räume sind weit offen. Und da haben wir das Foul von Marlene Angul. Da gibt es auch die erste Auszeit von Heidelberg. Der Coach Dennis Zügern kann natürlich hier gar nicht zufrieden sein, bis ja, mit dem Start in die neue Saison. Gerade defensiv ist es viel zu löchrig. Immer wieder diese einfachen Layups von der BG. Ja, und Coach Giannis Kukos kann auch bisher ganz zufrieden sein. 13 Punkte nach etwas mehr als 5 Minuten gespielt. 6 Punkte gerade mal zugelassen. Das ist ein super Wert für die Verteidigung. So kann es aus seiner Sicht sicherlich weitergehen.
Wir dürfen sehr gespannt sein, wie das Spiel heute ausgehen wird. Vor einer Woche beim Champions Cup trafen diese beiden Teams als Aufsteiger der Division Nord und Süd jeweils aufeinander. Das Spiel endete sehr knapp mit 61 zu 58 für die Heimmannschaft, für die BG. Auch heute dürfte wieder Spannung vorprogrammiert sein. Auch wenn es bisher ziemlich eindeutig aussieht. Aber warten wir ab. Im Basketball ist immer und jederzeit alles möglich. Und mit einem schnellen Run ist Heidelberg zurück. Aber vorher ist der Defensive Rebound von Dean Warner. Ah, sie war da laut Schiedsrichter zuletzt am Ball beim Rebound-Versuch gegen Tiffany Jones-Smith. Von daher gibt es jetzt wieder den Ballbesitz für die Basketballs USC Heidelberg. Neu im Spiel für Heidelberg jetzt Helena Chatzi-Theodoru. Und zurück ist Rachel Arthur. Da gibt es das Foul abseits des Balls gegen die 21 der BG. Das ist Casey Smith. Auch sie kam neu aus den USA zum Team zu dieser Saison. Ist jetzt auch mit ihrem ersten Foul belastet. Das Pick and Roll gut verteidigt da von Alyssa Pierce. Ja, ein sehr schwieriger Wurf dann von Tiffany Jones-Smith. Und ebenfalls von Vashondra Young. Und der Rebound ist erneut bei der BG. Ah, da läuft sich Jennifer Crowder in die Defense der Heidelberger fest. Die kommt zum Fast Break. Ja, Tiffany Jones-Smith zieht das erste Foul jetzt an Verdeen Warner. Und geht damit auch an die Linie. Das Foul war beim Korblegerversuch. Ja, auch die BG wechselt jetzt. Für Alyssa Pierce kommt Vasiliki Karambatsa. Kam von der Bender BG aus Grünberg. Und soll sich jetzt mit ihren 21 Jahren hier bei der BG 74 entwickeln und zu einer festen Größe weiterentwickeln. Tiffany Jones-Smith vergibt die zweite Möglichkeit. Ah, da war eine BG-Spielerin. Ich vermute, es war Jennifer Crowder zuletzt dabei. Sie beschwert sich natürlich, sagt, ihre Gegenspielerin war da noch zuletzt dabei. Ah, der schnelle Dreier von Arthur. Aber zu kurz. Und diesmal war Tiffany Jones-Smith zuletzt dabei. Einwurf BG. Verdeen Warner super freigespielt. Zieht Karambatsa nicht, macht die eigenen Punkte. Setzt sich da gut in den Korb durch und zeigt dem Coach an, dass sie ausgewechselt werden möchte. Sie braucht die kurze Pause. Er kämpft sich hier aber zunächst den nächsten Ball. Das nächste Spielsystem wird angezeigt durch Jennifer Crowder. Der schnelle Dreier von Casey Smith und der passt. Wir haben die erste zweistellige Führung in diesem Spiel. 11 Punkte Vorsprung für die BG nun. Chandra Young. Ja, zu überhastet der Pass auf ihre Mitspielerin, auf Rachel Arthur. Ja, und da wird Verdeen Warner ausgewechselt, wird ersetzt durch Maika Pilz.
Und die BGE hat die Chance, die Führung auszubauen. Läuft das Pick and Roll gut ab. Ja, Jennifer Crowder zieht zum Korb. Beschwert sich, will da gerne noch das Foul dazu haben. Aber zumindest die zwei Punkte sind sicher. Marissa Jennings mit dem Defensive Rebound. Und wieder geht es schnell über Jennifer Crowder. Das Anspiel auf Pilz wird verhindert. Karabatza zieht. Wird dann aber auch geblockt. Es war vielleicht ein bisschen zu ambitioniert in diesem Moment. Hätte da vielleicht nochmal verzögern können oder vielleicht sogar müssen. Während Schatzi Teodoro hier zieht. Ja, Daryl Arthur. Ah, da ist Chandra Young sauer. Wollte gern zusätzlich den Foul für Farben. Geht aber auch nicht konsequent genug zum Layup. Nachher im Offensiv-Rebound hoch. Es war hier die Chance auf zwei relativ vermeintlich einfache Punkte. Und hat Glück, nachdem sie den Ball ja, leicht wegschleudert, dass der Schiedsrichter das nicht gleich mit einem technischen Foul ahndet. Marissa Jennings zieht stark an der Baseline entlang. Aber ebenso gut die Hauptdefense dann von den Heidelbergern. Verhindern hier die nächsten zwei Punkte für die BG. Ja, da verspringt Sarah Kranzhofer der Ball, aber Karambatza war noch zuletzt dran. Ein bisschen Glück jetzt für die Heidelberger Aufbauspielerin. Wieder geht es über Chandra Young. Ah, da wird sie gefoult. Von der Nummer 22. Das ist Maika Pilz. Und konsequent davon Karambatza verteidigt. Und dann Pilz mit ihrem schnellen zweiten Foul. Greift da hinter dem Rücken ihrer Gegenspielerin durch. Und das wird folgerichtig vom Schiedsrichter als Foul geahndet. Pilz muss natürlich aufpassen. Jetzt mit ihren zwei schnellen persönlichen Fouls. Nicht vor der Halbzeit schon in Foul Trouble zu kommen. Vielleicht ein drittes oder gar viertes Foul zu kassieren. Muss als Unterstützung einfach für Casey Smith und auch für Dean Warner gelten. Ja, da ist das Viertel rum. Karambatza hat die Uhr nicht im Auge gehabt. Wir gehen mit einer 20:7 Viertelführung in das zweite Viertel. Und nach einer kurzen Werbung melden wir uns zurück. So, da sind wir zurück. Das war doch für die BG ein, ja, super erstes Viertel. 20 Punkte vorne gemacht in der Offensive. Gerade mal 7 Punkte zugelassen. Ein super Wert in der Defense.
immer wieder gut die Help-Defense gespielt. Viel auch über die Größe heute gegangen, was wir letzte Woche so nicht gesehen haben im Champions Cup. Berdine Warner stark durchgesetzt, hatte dann durchaus die Chance, sogar die Führung noch etwas höher zu gestalten mit ihren vergebenen Freiwürfen. Sie dies aber nicht erfolgreich umsetzen können. Und auch die Trefferquoten auf Seiten der BG überragend. Casey Smith mit ihrem direkt verwandelt ersten Dreier. Haben wir letzte Woche beim Spiel der beiden noch bis zum dritten Viertel gewartet, bis der erste erfolgreiche Dreier gefallen ist. Und wir sind bereit. Sarah Kranzhöfer steht an der Linie, wird den Ball einwerfen zum ersten Angriff im zweiten Viertel für den USC Heidelberg. Ja, da steht sie ganz frei, wird gefoult, aber der Ball zu hoch angesetzt, um da mit einem And-One rauszukommen. Sarah Kranzhöfer an der Linie, verwandelt den ersten. Und auch den zweiten Freiwurf sehr sicher. Die Halle ist da, die Stimmung ist überragend heute. Trotz vieler Veranstaltungen in und um Göttingen herum. Und Karabatzer mit einem schönen Move zum Korb. Sorgt für die nächsten zwei Punkte der BG. Schatze Theodoro wird verteidigt von Alyssa Pierce. Die Halbdefense kommt von Warner dazu. Und der Rebound ist bei der BG. Alyssa Pierce verzögert. Nimmt die Schnelligkeit aus dem Fastbreak raus. Um hier keinen Turnover zu riskieren. Ah, da hat sich Casey Smith gut abrollen können. Und es wird neu aufgebaut über Crowder, die noch 3 Sekunden für ihren Angriff hat. Und der Dreier ist zu kurz. Young wird freigespielt oben auf Höhe der Freiwurflinie. Aber hat erneut Wurfpech. Wie auch schon vergangene Woche in den beiden Spielen des Champions Cup Weekends. Immer wieder mit schwierigen Würfen. Auch in Bedrängnis. Teilweise überhastet und unnötige Würfe. An einem guten Tag kann sie so natürlich gute 20, 30 Punkte auch mal erzielen. Aber an einem schlechten Tag, ja, schadet sie damit ihrem Team natürlich auch in gewisser Weise. Lisa Pierce mit einem schwachen ersten Freiwurf deutlich zu kurz. Macht's beim zweiten dafür besser. Die BG baut die Führung konstant aus, sind mittlerweile nach guten 12 Minuten bei 14 Punkten Vorsprung. Ganz stark von Sarah Kranzhöfer, die sich hier den Offensiv-Rebound holt. Und dann gegen die größeren Berdine Warner und auch Casey Smith sogar den Angriff abschließen kann. Und den Rückstand ein bisschen verkürzen kann zumindest. Ja, Casey Smith verweigert den Dreier. Aber die BG bleibt im Ballbesitz. Von der kämpferischen Einstellung her heute gibt es nichts nachzustellen. Das sieht super aus. Ah, Casey Smith mit einem schönen Move. Wird dann sogar noch gefoult im Wurf. Dieses Foul ging an Anna Meusel. Die vergangene Woche beim Champions Cup Weekend
immer wieder positive Energie reingebracht hat, auch in das Spiel, auch in der Defensive gut mitgearbeitet hat. Ah, Casey Smith hat hier richtig Pech. Der Ball rollt zwei, dreimal auf dem Ring und überlegt sich dann doch wieder rauszugehen. So, aus der Möglichkeit des Offensiv-Rebounds kann Verdeen Warner kein Kapital schlagen. Blockt jetzt hier Anna Meusel aber. Ah, das Pick and Roll jetzt schön aufgelöst. Casey Smith mit dem freien Wurf und da haben wir die nächsten zwei Punkte. Dieses Pick and Roll wurde heute schon des häufigeren Mal verweigert. Eben zwei, dreimal die Aktion auf Micah Pilz. Und auch schon auf Casey Smith. Die aber aus der Nah- und Mitteldistanz sehr, sehr sicher ist und auch gut abschließen kann. Und schon wieder zieht Alyssa Pierce zum Korb. Und Verdeen Warner mit dem nächsten Rebound. Verdeen Warner, die hier mit ihren 1,96 Meter die größte Spielerin des Spiels ist, setzt sich immer wieder super ein, holt Offensiv-Rebounds, auch in der Defensive arbeitet sie sehr gut mit. Muss jetzt eben nur zeigen, dass sie die Freiwürfe eben auch verwerten kann. Und da nicht die vermeintlich einfachen Punkte liegen lässt, wie in diesem Beispiel. Ja, die zweite Chance verwertet sie mit Glück. Ball springt erst auf den Ring und fällt dann von ganz oben rein. Ja, der erste Dreier jetzt von Arthur. Heidelberg kann etwas verkürzen. Da hatte Alyssa Pierce schon im ersten Antritt viel zu viel Freiraum wieder, viel zu viel Platz. Konnte den ersten schnellen Schritt wieder ansetzen. Und die Help-Defense kam dann etwas zu spät. Und wir haben den nächsten Dreier von Heidelberg. Wieder das hohe Anspiel von Casey Smith. Und wir haben das nächste Heidelberger Foul. Es geht an die Nummer 3, Tiffany Jones-Smith. Und es gibt Einwurf von der Seite, von der Grundlinie. Verdeen Warner mit einem langen 2-Punkt-Wurf. Auch schon letzte Woche einige Würfe von dort gut und sicher verwandelt. Ist ja fast von der Position sicherer als unterm Korb als Centerspielerin. Anna Meuse jetzt mit dem freien Wurf, aber auch sie vergibt. Ja, da hat Lammer Glück gehabt. Und die Heidelberger wechseln, bringen mehr Physis aufs Feld mit Anne Zipser, auch immerhin 1,90 Meter groß. Sie ist die Schwester von NBA-Star Paul Zipser, der jetzt in seine zweite Saison bei den Chicago Bulls gehen wird. War letztes Jahr in Würzburg ausgeliehen, hat dort für Spielpraxis gesammelt und ja, zeigt jetzt hier ihre körperliche Präsenz in der Defense. Verdeen Warner wird zum schwierigen Abschluss gezwungen. Und Arthur mit einem Airball. Oh, schönes Anspiel davon. Marissa Janning auf Vasiliki Karamatsa. Kann den Ball aber nicht greifen. Und im Gegenzug der schnelle Fastbreak jetzt mal über Heidelberg, die ja schnell gemacht haben.
was Coach Dennis Schügerhahn ja bereits letzte Woche schon gesagt hat. Vergangene Saison noch sehr centerlastig das Spiel der Heidelbergerin. Soll es jetzt schon deutlich mehr über die Schnelligkeit und die Athletik gehen. Und in diesem Fall haben sie es jetzt auch mal gezeigt. Können aber nicht verschweigen, dass sie es in den ersten rund 16 Spielminuten zu wenig gezeigt haben. Und so ja, selten die Chance hatten, so zu einfachen Punkten zu kommen. Zumindest Fouls zu ziehen. Denn letztlich hat auch Heidelberg den Vorteil, dass sie einen deutlich größeren Kader haben. Ja, sie haben insgesamt sind es 13 Spielerinnen, wobei Brooke Lemar, die Aufbauspielerin, sich bei einem Vorbereitungsturnier in Speyer verletzt hat am Kreuzband. Wir wünschen ihr eine gute Besserung. Ja, und der Neuzugang, Nishia Hammonds, die 23, heute erstmalig dabei. Hatte letzte Woche noch keine Aufenthaltsgenehmigung, war schon hier mit in Göttingen, konnte sich den Ort und die Location vor Ort ansehen. Und heute kann sie eben zeigen, was in ihr steckt. Hatte in Finnland vergangene Saison gute Werte, 11 Punkte im Schnitt, 7 Assists im Schnitt. Sehr, sehr ausgeglichen vom Scoring und von den Assistgebern her. Und Anna Mäuse jetzt mit der Chance, durch die nächsten zwei Freiwürfe zu verkürzen. Ja, der Ball tänzelt auf dem Ring hin und her, entscheidet sich dann doch reinzufallen. Und der zweite, deutlich sicherer. Und dann wird sie erstmal ausgewechselt, zurück ist die Topscorerin der Heidelberger, Vashawn Ryang. Den Spielaufbau übernommen hat jetzt in den letzten Angriffen Alyssa Pierce. Ja, diesmal setzt sich Berdine Warner super durch. Macht die nächsten zwei Punkte unter dem Korb, diesmal auch gegen Anne Zipser. Ja, und Anne Zipser kann kontern, steht an der Freiwurflinie, aber vergibt den ganz freien Wurf. Offensiv-Rebound ist aber durch Lammer bei Heidelberg. Und wir haben den Schrittfehler. Das war der Neuzugang des Nishia Hammonds. Auffällig durch das Pflaster an der Nase. Und trägt die legendäre 23 im Basketball. Ah. Ja, das war kein gutes Anspiel von Verdine Warner auf Casey Smith. Aber ebenso wenig von Arthur of Young. Viel zu hoch angesetzt. Young hat keine Chance dran zu kommen. Letztlich ist für die BG nichts passiert. Und erneut der Turnover von Warner. Die jetzt sehr wahrscheinlich durch Pilz ersetzt werden wird. Mit zwei relativ schlechten Aktionen in Folge. Wird von ihrem Coach jetzt erstmal die Auszeit bekommen. Ja, und ist dann zu weit weg von Anne Zipser, die jetzt ihre Chance an der Freiwurflinie nutzt. Macht die nächsten zwei Punkte. Heidelberg ist wieder auf 11 Punkte rangekommen. Und die gute Intensität der ersten 15 Minuten ist bei der BG gerade so ein bisschen abhanden gekommen. Piers mit dem freien Dreier aus der Ecke, aber auch der ist zu kurz. Ja, Fastbreak hätte da über Lammer gehen können. Der lange Pass auf Arthur wurde aber verweigert. Der Sean Ryan zieht da super zum Korb. Aber das ist unkonzentriert. Das ist einfach zu unkonzentriert. Vergibt hier die Chance auf zwei einfache Punkte. Den Vorsprung auf einstellig wieder zu verkürzen. Stattdessen Jenny Crowder. Macht sie es besser? Nein. Wird gefoult. Geht an die Freiwurflinie. Kriegt zwei Freiwürfe. Das ist das zweite Foul jetzt gegen Nishia Hammonds. Zurück auf dem Feld Sarah Kranzhöfer. Und wie bereits angedeutet, Berdine Warner verlässt das Feld und wird ersetzt durch Maika Pilz.
die natürlich jetzt aufpassen muss. Zwei persönliche Fouls im ersten Viertel relativ schnell hintereinander abgeholt hat. Jetzt nach Möglichkeit in den letzten zwei Minuten der ersten Halbzeit kein drittes Foul zu riskieren. Nachdem Jennifer Crowder beide Freiwürfe sicher verwandelt hat, Heidelberg wieder im Ballbesitz. Ja, wilde Aktion. Und da war Casey Smith zuletzt am Ball. Kann den fünften Schiedsrichter das nicht so ganz verstehen. Aber das war schon korrekt so gepfiffen. Zipser mit dem Block. Jetzt könnte das Pick and Roll kommen. Wird aber auch nicht konsequent genug durchgespielt am Ende. Wieder die schwierige Wurfaktion von Heidelberg und der nächste Ballbesitz für die BG. Ja, Jennifer Crowder sieht sie die freie Lücke, macht die nächsten zwei Punkte. Jetzt hat sie wieder diesen freien Raum gesehen, den wir auch schon im ersten Viertel, gerade so in den ersten 6 bis 7 Minuten hatten. Ja, und jetzt hat Nashia Hammonds auch die freie Lücke gefunden. Und Young mit dem zweiten Anlauf macht sie dann die nächsten zwei Punkte nach 2 Offensiv-Rebounds. Und Alyssa Pierce nimmt sich das Herz, zieht zum Korb, bricht ab, nimmt den Wurf, geht zum Jumper hoch. Und hat ein bisschen Glück, dass der reinfällt, war es ziemlich flach angesetzt. Und Anne Zipser mit einer schönen Bewegung, schön reingedreht in den Korb. Und ist dann letztlich nur durch das Foul zu stoppen. Es geht an Alyssa Pierce. Ist aber erst die erste Foul. Und auch bei den Teamfouls. Die BG haushaltet da sehr, sehr gut insgesamt. Auch schon in der ersten Halbzeit nicht an die Teamfoulgrenze rangekommen. Heidelberg bereits zum zweiten Mal schon in der Teamfoulgrenze. Schickt also ihre Gegnerin bei jedem Foul jetzt an die Linie für 2 Freiwürfe. Ja, es laufen die letzten 30 Sekunden der ersten Halbzeit. Alyssa Pierce zeigt das nächste Spielsystem an. Und wieder zieht Marissa Jennings. Ja, aber es ist ein bisschen zu ambitioniert, wie sie da reinzieht. Hätte da vielleicht abstoppen müssen. Und Nashia Hammonds definitiv noch nicht im Wurfglück drin. Die letzten 3 Sekunden. Alyssa Pierce muss sich jetzt beeilen. Ja, wilder Wurf lässt sich da gut rausdrängen von Sarah Kranzhöfer. Und schon ist die erste Halbzeit vorbei. Sehr, sehr kurzweiliges Spiel bis hierhin. Und wir gehen mit einer 39:24 Halbzeitführung für die BG, für die Veitchen Ladies in die Pause. Verabschieden uns jetzt für die kurze Halbzeitpause und sind dann gleich wieder bei Ihnen. Bis dahin. So, wenige Momente vor Beginn der zweiten Halbzeit in der Partie der BG 74 Veitchen Ladies gegen die Axel Baskets USC Heidelberg. Sind wir zurück mit den kurzen Statistiken der ersten Halbzeit. Ziemlich ausgeglichen insgesamt, sofern man nicht die Punkte betrachtet. Da steht es 39:24, bisher eindeutig für die BG. Das Rebound-Verhältnis sehr ausgeglichen. Defensive Rebounds holen die Veitchen ein paar mehr. In der Offensive, ja, greifen die Heidelberger doch überraschend deutlich mehr zu. Mit 10:3 führen sie das Verhältnis hier an. Turnover, Assists, alles sehr ausgeglichen. Blocks 5:1 für Heidelberg. Auch die Foul-Statistik ist ausgeglichen. Aber eben die 2-Punkt-Quote, die ist unterirdisch. Bei Heidelberg gerade mal 26%, 8:31. Bei der BG sind es solide 58%, 15:26 aus dem Feld. Die Dreierquoten, ja, 1:4 bei BG, 25%. Und 1:7, 14% nur bei Heidelberg. Heidelberg ist eigentlich im Spiel, muss nur die Würfe treffen. Das ist leicht gesagt, aber hier geht es, den Fokus in der zweiten Halbzeit drauf zu legen. Verdine Warner holt sich in der Zwischenzeit ihren ersten Offensiv-Rebound der zweiten Hälfte.
Hat bereits in der ersten Halbzeit mit 10 Punkten und 10 Assists, 10 Rebounds, Entschuldigung, ein Double-Double erzielt. Und setzt da nahtlos an ihre gute Leistung der Vorsaison an. Hatte da im Schnitt 15,6 Punkte, 13,7 Rebounds im Schnitt. Hatte aus 27 Ligaspielen 19 Double-Doubles. Und macht heute direkt im ersten Spiel ihr erstes Double-Double. Ansonsten, wie auch schon vergangene Woche bei der BG, die vier Stützen wieder, die zuverlässigen vier Stützen. Alyssa Pierce, 9 Punkte. Jennifer Crowder, 6 Punkte. Dazu Casey Smith mit 8 Punkten. Und Verdeen Warner, wie angesprochen, 10 Punkte bereits in der ersten Halbzeit. Bei den Axel Baskets sieht das ein bisschen anders aus. Tiffany Jones-Smith und Rachel Arthur mit jeweils 5 Punkten, die Topscorerin ihrer Partie, ihrer Mannschaft. Und Verdeen Warner arbeitet weiter kräftig an ihrer Rebound-Statistik, holt sich den nächsten defensiven Rebound. Und wir haben die nächsten zwei Punkte, diesmal durch Jennifer Crowder mit dem Foul. Und das Foul geht an Neuzugang Nashir Hammonds. Jennifer Crowder in der ersten Halbzeit sehr sicher. 2 von 2 von der Freiwurflinie. Und bleibt bei 100% stehen. Macht hier den dritten Freiwurf im dritten Versuch. Die BG kommt so aus der Kabine, wie sie bereits das Spiel begonnen haben. Mit einer großen Intensität. Hinten einfach mit Verdeen Warner, die jeden Rebound abgreift aktuell. Und vorne immer wieder mit einfachen Zügen zum Korb. Dazu viele End-Ones. Casey Smith hängt das nächste Foul an Vishondra Young. Das ist ihr zweites persönliches. Die gerne das Offensiv-Foul gezogen hätte, dafür aber zu spät feststand. Und hier ein schwacher Pass von Jennifer Crowder. Und Arthur vollendet den Fastbreak. Arthur jetzt aktuell alleinige Topscorerin mit 7 Punkten ihrer Mannschaft. Tiffany Jones-Smith hat da Warner sehr gut verteidigt. Warner wieder nur mit 50% Trefferquote aus dem Feld. Ist auf jeden Fall für eine Center-Spielerin, die die meisten Abschlüsse in diesem Spiel unter dem Korb direkt sucht, auf jeden Fall zu wenig. Muss sich da definitiv noch steigern. Das ist die kurze Spielunterbrechung, weil Alyssa Pierce da an der Grundlinie kurz angeschlagen war. Kann aber weiterspielen. Ja, die BG ist nach fast 9 Jahren erstmal wieder erstklassig. Hatte eine harte Zeit zu überstehen. Musste einen Neuanfang in der Regionalliga, in der dritten Liga bewältigen. Und hat jetzt seit knapp 3 Jahren, seitdem Richard Crowder hier als Geschäftsführer tätig ist, das vorläufige Ziel erreicht. Den Wiederaufstieg unter dem Motto We are back. Und für die Axel Baskets, ja, ist es komplettes Neuland. Nachdem man 2009 in die zweite Liga aufgestiegen ist, hatte man sich in den letzten Jahren konstant steigern können, hatte die Finals erreicht, war dann knapp gescheitert. Und im vergangenen Jahr dann gewann man die Division Süd, ist Meister im Süden geworden und spielt nun erstklassig.
Beide Trainer haben natürlich vor Saisonbeginn gesagt, die Ziele sind natürlich erstmal der Klassenerhalt. Man möchte zwei Teams hinter sich lassen. Und dann wäre natürlich so ein Sieg heute ideal, um in die Saison reinzukommen, die ersten zwei Punkte zu sichern und gleich vor allen Dingen gegen den direkten Konkurrenten die zwei Punkte, ja, zu stehlen, im wahrsten Sinne des Wortes. Diesmal holt sich Marissa Janik den Rebound. Für Dean Warner stand aber auch schon wieder bereit. Und ganz nebenbei, Göttingen ist jetzt die einzige Stadt in Deutschland, die sowohl bei den Damen als auch bei den Herren im Basketball erstklassig ist. Das macht natürlich alle Funktionäre, sowohl von der Damenmannschaft als auch von der Herrenmannschaft, sehr, sehr stolz. Und auf Seiten der Axel Baskets deutet sich der nächste Wechsel an. Mit der Nummer 2, das ist Michala Palenikova. Macht sich bereit. Und auch bei der BG machen sich Vasiliki Karambatza und Maika Pilz bereits bereit. Pilz wird ja sehr wahrscheinlich wieder Verdine Warner ersetzen. Ja, die ja gut verteidigt, aber von Tiffany Jones-Smith stark abgeschlossen. Ja, da hat sich Jennifer Crowder ein bisschen viel Zeit gelassen in den Augen ihres Coaches. Ist aber rechtzeitig über die Mittellinie gekommen. Hat ja 8 Sekunden Zeit, um von der eigenen Hälfte in die gegnerische Hälfte zu gelangen mit dem Ball. Ja, da ist er mit dem einfachen Floater aus der Nahdistanz. Zeigt heute auch wieder eine sehr, sehr solide Leistung. Wie auch schon, wie bereits angesprochen, in der vergangenen Saison. Marissa Janik jetzt mit dem ganz freien Dreier aus der Ecke. Super gesehen da von Alyssa Pierce. Ist aber zu lang. Und der Fastbreak läuft bereits. Jennifer Crowder zieht das Foul. Springt da in ihre Gegenspielerin. Die den Kontakt da sehr schlau aufgenommen hat. So, auch Anna Meusel ist zurück jetzt für Vashondra Young. Und Hammonds, ja, mit dem Superpass auf Sarah Kranzhöfer. Schön unter dem Brett abgelegt mit dem Bodenpass. Ja, gut jetzt von Tiffany Jones-Smith die Zone da eng gemacht. Pilz dann beim Angriff ein bisschen rausgedrängt, zum schwierigen Wurf gezwungen. Kleiner Hookshot. Aber nicht erfolgreich. Und wir haben den nächsten Schrittfehler da von Hammonds. Da jetzt in der Defensive geswitcht. Und die BG bleibt am Ball. Anna Meuse war zuletzt am Ball, sagt der Schiedsrichter.
Verteidigung der Axel Baskets läuft jetzt doch besser. Gerade auch so die Switches laufen jetzt viel, viel besser ab. Aber dann Marissa Jang mit dem überhasteten Turnover. Und das schnelle Foul von Casey Smith. Lässt ihre Gegenspieler gar nicht erst an der Baseline langziehen. Ah, die BG in den letzten Minuten bleibt zwar konstant, so bei einem 16-Punkte-Vorsprung. Hat aber die Intensität so der ersten Minuten des dritten Viertels auch wieder so ein bisschen verloren. Kann von Glück reden, dass jetzt die Axel Baskets da nicht durch einen Run ein bisschen weiter rankommen können. Zumindest vorerst. Anna Molzler zieht die nächsten zwei Punkte. Und wir haben die Auszeit der BG 74 Veilchen Ladies. Ja, rund 2 Minuten und 11 Sekunden vor Ende des dritten Viertels. Ist jetzt Heidelberg mal so ein bisschen besser reingekommen in das Spiel. So in der ersten Halbzeit häufig viele verschlafene Aktionen dabei gewesen. In den letzten Minuten hat man aber die defensive Intensität gesteigert. Wie gesagt, die Switches wurden deutlich besser gelaufen. Und auch in der Offensive wirkt das teils jetzt konzentrierter. Spielt natürlich jetzt auch in die Karten, dass Verdeen Warner jetzt gerade so als Defensivanker nicht auf dem Feld ist, sitzt auf der Bank, erholt sich gerade. Aber da kommt sie bereits zurück. Wir werden sehen, inwieweit sich das Spiel der BG jetzt wieder verändert. Von der physischen Präsenz allein ist man jetzt über Verdeen Warner natürlich bestens aufgestellt. Auch Casey Smith. Das gilt es eben jetzt für die BG wieder auszunutzen. Ah, Verdeen Warner kriegt den Ball noch? Nein. Hat bereits auf die Mittellinie gedribbelt. Sogenannte Backcourt Violation, Rückspiel. Und wir haben wieder einen Ballbesitz für die Axel Baskets. Die Heidelberger also weiter mit der Chance, den Vorsprung zu verkürzen. Und Palenico war da mit, ja, auch teils zu überhasteten Abschluss. Hätte da am Brett ihre Mitspielerinnen leichter vielleicht sehen können. Karambazza mit dem Post-Up zieht vorher das Foul. Und es geht an Sarah Kranzhöfer. Ja, bei dem System laufen sich Karambazza und Verdeen Warner da gerade mehr oder weniger in der Zone über den Weg, machen die eigene Zone natürlich, also die Angriffszone natürlich viel zu eng. Ja, Warner da mit dem nächsten Offensiv-Rebound und Ballbesitz für die BG. Ah, die Shotclock war eh abgelaufen. Es wäre nicht mehr zum Abschluss gekommen. Und diesmal Palenikova mit den 2 einfachen Punkten vollendet den Fast Break. Bringt ihr Team wieder auf 12 Punkte heran. Und Crowder im Gegenzug zieht wieder das Foul. Zieht wieder mit dem schnellen ersten Schritt in die Zone. Wird gefoult beim Abschluss, trifft den Korb und darf sogar noch zusätzlich einmal an die Freiwurflinie gehen. Ja, Casey Smith bekommt jetzt in der Zwischenzeit noch Instruktion von ihrem Coach.
der dann in den letzten Minuten nicht zufrieden ist. Werdin Warner, ja, holt den nächsten Offensiv-Rebound, aber kann wieder nicht vollenden. An der offensiven Durchsetzungskraft mangelt es dann doch wieder häufiger noch. Warner postet sich super auf, kriegt den Ball aber nicht zugespielt. Und Karambazza mit dem schönen Offensiv-Rebound, ganz einfach. Enteilt ihrer Gegenspielerin da in dem Rücken. Und wir haben die letzten 7 Sekunden. Der letzte Angriff sollte dann für die Axel Baskets laufen, wird dann aber gefoult. Es ist aber erst das 4. Teamfoul. Das heißt, wir gehen noch nicht an die Freiwurflinie. Taktisch gesehen, von daher ein sehr kluges Foul von Karambazza. Es ist ihr zweites persönliches. War vergangene Woche im Spiel gegen die Axel Baskets bereits zur Halbzeit mit 3 persönlichen Fouls vorbelastet. Warner holt den Defensiv-Rebound. Das 3. Viertel ist zu Ende. Ja, wir bleiben bei den konstanten 16 Punkten. Da steht 58-42. Wir spielen die kurze Werbung ein, melden uns gleich wieder. Das ist Göttingen. Die Stadtwerke machen, dass unser Haus mit dem Rauchen aufgehört hat. Die Stadtwerke machen, dass aus Luft Licht für uns alle wird. Die Stadtwerke machen, dass wir beim Heizen immer im grünen Bereich sind. Die Stadtwerke machen, dass mein Wasser erst nach dem Baden schmutzig ist. So, da sind wir zurück. Das 4. Viertel hat begonnen. Und es gibt Einwurf für die Veitchen. Ja, das, was wir eben gesehen haben, können wir jetzt mit den Statistiken etwas belegen. Die Veitchen, ja gut, von 58% aus dem 2-Punkt-Bereich auf 53% ein bisschen zurückgegangen, haben schwierigere Würfe bekommen. Aber die Axel Baskets haben sich hier gut gesteigert, sind von 26% auf 35% hochgekommen. Die Dreierquoten bei beiden Teams weiterhin unterirdisch. Und auch die Freiwurfquoten gerade so über die 50%. Karambazza kann die jetzt ausbauen, hat die Chance auf das End-One, das 3-Punkt-Spiel. Aber vollendet dies auch nicht.
Chandra Young mit dem freien Wurf macht die nächsten zwei Punkte für die Axe Baskets. Steht jetzt bei 8 Punkten. Dazu noch 6 Rebounds geholt. Aber wir haben auch genau das heute wieder, was wir auch letzte Woche schon gesehen haben. Sie hat 4 von 16 aus dem Feld, 25%. Mathe-Leistungskurs zahlt sich halt immer wieder aus. Aber es ist zu viele Würfe, zu wenig Treffer einfach. Die Quote ist zu schlecht. Und davon sind die Axe Baskets genau das, was ich am Anfang gesagt hatte, zu abhängig. Young hatte sich jetzt hier verletzt. Es geht aber anscheinend weiter. Kriegt hier den fairen Applaus von der Halle, die sich heute sehr gut gefüllt hat. Die Stimmung ist auf jeden Fall super. Es ist definitiv ein guter Start für die Fighting Ladies in die neue Saison. Palenikova wird gefoult. Das ist das zweite persönliche Foul von Verdine Warner. Foul Trouble ist noch keine Spielerin. Keine Spielerin auf dem Platz, egal ob von den Axe Baskets oder von den Fighting Ladies, hat bisher mehr als 2 Fouls. Rund 8,5 Minuten vor Ende der Partie. Ist also von der Seite bisher alles im Lot. Palenikova mit dem zweiten Freiwurf. Erfolgreich. Verkürzt den Rückstand auf 15. Zu langes Anspielen, da kann der Fastbreak laufen. Young mit dem nächsten freien Wurf vergibt aber auch hier wieder. Und Tiffany Jones-Smith wird beim Offensiv-Rebound und der anschließenden Korbaktion gefoult und wird daher an die Linie gehen. Mit diesem Offensiv-Rebound hat jetzt auch Tiffany Jones-Smith ihr Double-Double. Hat jetzt den 10. Rebound geholt. War zur Halbzeit bereits bei 11 Punkten. Nach dem dritten Viertel bei 11 Punkten, Entschuldigung. Hat jetzt hier Pech beim ersten Freiwurf. Aber eine starke Partie, sowohl von Tiffany Jones-Smith, von den Axe Baskets, als auch von Verdine Warner. Die jetzt hier natürlich überragt, steht bereits bei 14 Punkten, 18 Rebounds, 6 Offensiv-Rebounds da von allein. Für die erste Liga überragend. Ja, das riskante Anspiel über die Zone auf Alyssa Pierce. Die ebenfalls ein riskantes Anspiel wagt, ja, und jetzt ist der Ball weg. Nächste Turnover von der BG. Auch hier müssen beide Teams im Saisonverlauf definitiv weiterarbeiten. Der nächste Angriff geht wieder über Jennifer Crowder. Jennifer Crowder, hier der MVP des Champions Cups. Arsa interveniert da super. Springt in den Passweg. Und sowohl Sarah Kranzhöfer als auch Nashia Hammonds wieder zurück auf dem Feld. Ja, Warner geht da zum Pick. Aber das war ja nicht durchdacht, nicht konsequent zu Ende gespielt dann von Jennifer Crowder. Mit dem schlechten Anspiel Richtung Verdine Warner. Wieder attackiert Tiffany Jones-Smith den Korb der BG. Und wir haben die erste Spielerin jetzt mit 3 Fouls. Das ist Karambatza.
finde, John Smith in den ersten drei Vierteln mit relativ wenig Aussagekraft an der Freiwurflinie. Gerade 1 von 2. Aber auch letzte Woche ziemlich konstant getroffen. Und das beweist sich auch hier wieder. Das Trommeln und Pfeifen der Fans ist ihr egal. Sie verwandelt beide Freiwürfe sehr sicher. Verkürzt wieder auf 13 Punkte Rückstand. 12 Punkte, Entschuldigung. Rund 7 Minuten vor Ende der Partie. Tiffany Jones-Smith wird jetzt gerade so zur Spielerin der letzten Minuten. Vorne mit sehr guten Aktionen. Defensiv hält sie Warner definitiv in Schach. Natürlich gegen die 1,96 Meter große Centerin wird sie nicht jeden Rebound kriegen können, sie nicht immer verteidigen können. Oh, das war jetzt ein bisschen Pech für die BG. Crowder sieht Jennings da super reinziehen in die Zone. Aber Hammond sieht das, hält den Fuß drauf und es gibt erneut Einwurf für die BG. Ja, nachdem Casey Smith die nächste Wurfmöglichkeit vergibt, geht es jetzt ganz schnell über Hammonds, die hier ihr nächstes Foul zieht. Sehr zum Unverständnis von Casey Smith. Denn auch das ist ihr drittes Foul. Ja, die Axel Baskets attackieren den Korb jetzt deutlich besser. Folglich haben wir das vierte Team-Foul bereits nach rund 3,5 Minuten erreicht. Das heißt, ab dem nächsten Foul geht Heidelberg für jedes Foul an die Linie. Hat da die Möglichkeit zu 2 einfachen Punkten jeweils. Und kann weiter den Rückstand verkürzen. Aber Alyssa Pierce hat natürlich was dagegen. Vollendet hier schnell den nächsten Angriff. Gerade hat der Hammonds nicht gesehen, dass Crowder hinter ihr zu Boden gegangen ist. Hätte frei zum Korb hochgehen können, aber Sarah Kranzhöfer verwertet dann den Pass. Und verkürzt wieder auf 11 Punkte. Ja, wichtig jetzt natürlich für die BG hier erstmal Zeit von der Uhr zu nehmen, ein bisschen die Spielsysteme gut in Ruhe auszuspielen. Aber dann dieser lange Dreier, der so nicht herausgespielt werden sollte von Jennifer Crowder. Tiffany Jones-Smith mit dem Schrittfehler. Folgerichtig in Folge dieses Runs natürlich jetzt die Auszeit für die BG. Genommen durch Giannis Kukos. Ja, die letzten Minuten zeugen natürlich jetzt von der Supermoral der Axel Baskets aus Heidelberg. Haben den 18-Punkte-Rückstand jetzt erstmal auf 11 Punkte verkürzen können. Und wir haben immerhin noch lange 5 Minuten und 19 Sekunden. Wir dürfen gespannt sein, ob es jetzt, ob die BG jetzt infolge der ja, relativ kleinen Rotation durch den Kräfteverschleiß vielleicht doch nochmal die Heidelbergerinnen stark rankommen lässt, das Spiel doch wieder eng gestalten lässt. Oder ob sie die letzten 5 Minuten gut über die Zeit retten können und sich hier die ersten 2 Punkte der neuen DBBL-Saison sichern zu können.
Jennifer Crowder wird jetzt auch deutlich früher attackiert. Bereits in der eigenen Hälfte geht eine Shea Hammonds da auf sie drauf. Nadine Warner kommt zum Block. Marissa Jennings da mit dem schönen Fake. Und erzielt die nächsten zwei Punkte für die BG. Das tut natürlich jetzt gut für die BG, so direkt nach der Auszeit mit dem nächsten Angriff diesen erfolgreich abzuschließen. Und die Achse Baskets eben nicht wieder in den einstelligen Bereich zurückkommen zu lassen. Ja, und Warner hört einfach nicht auf, heute zu rebounden. Gefühlt schon weit mehr als 20 Rebounds im Spiel. Überragende Leistung von ihr heute. So, die erste Minute nach der Auszeit gut überstanden. Den Vorsprung sogar noch wieder ein bisschen ausgebaut auf 13 Punkte. Aber wieder die überhastete Aktion und jetzt müssen sie langsam zum Abschluss kommen. 3 Sekunden. Ja, Warner mit dem nächsten Rebound. Anscheinend finden die Axel Baskets heute kein Mittel, sie zu stoppen. Holt sich nach Belieben ihre Rebounds, egal ob in der Defensive oder in der Offensive. Und kann jetzt endlich wieder zeigen, mit dem ersten macht sie es direkt, dass sie an der Freiwurflinie auch konstanter werden will. Ja, und der zweite springt auf dem Ring. Mit ein bisschen Pech. Weiter geht's. 14 Punkte für die BG. Und das nächste Spielsystem angezeigt über New Shea Hammonds. Das ist das vierte Foul jetzt für Casey Smith. Die wird in der Zeit des Spiels heute auch kein Freundin des Schiedsrichters mehr. Hadert immer wieder mit den Aktionen und mit den folgenden Pfiffen. Man muss jetzt aufpassen. 3 Minuten 40 sind noch zu spielen. Steht bei 4 Fouls beim nächsten, wer das Spiel für sie beendet. Der Freiwurf von Tiffany Jones deutlich zu lang. Schönes Anspiel davon, Nadine Warner. Gut gedacht zumindest. Hat dann aber doch ein bisschen an Kraft gefehlt. Und der Offensive Rebound ist bei den Axel Baskets. Viel Kampf sichert sich Alyssa Pierce jetzt den Defensiv-Rebound. Verzögert das Spiel. Ja, Warner blockt Marissa Jennings schön frei. Die sieht Alyssa Pierce in der Ecke. Aber sie hat Pech beim Abschluss. Aber die kleinste Spielerin auf dem Feld, Jennifer Crowder, holt sich den Offensiv-Rebound. Passt raus zu Pierce und die macht den Dreier. Im zweiten Anlauf schafft sie es, den Dreier zu verwerten, baut die Führung auf 16 Punkte aus. Und Dennis Sugar nimmt die schnelle Auszeit. Ja, die BG konnte sich so ein bisschen aus ihrem Loch wieder befreien. Hatte die letzten 2-3 Minuten wieder erfolgreicher gestalten können. Gerade auch defensiv wieder. Wir sind gerade bei 52 gegnerischen Punkten. Das ist überragend, es sind nur noch 2 Minuten 40 auf der Uhr. Und vorne 68 Punkte ist ein solider Wert. Die Trefferquoten sind insgesamt zufriedenstellend. Klammern wir die 3-Punkt-Würfe aus. Aber die Saison beginnt ja erst heute, von daher ist noch viel Zeit. Und ich denke, am Ende wird es dem Coach auch egal sein.
solange die 2 Punkte in Göttingen bleiben. Ja, wir sehen heute auch ein ehemaliges bekanntes Gesicht in der Göttinger Fanszene. André Sikora, der Ex-Coach der BG 74 Veilchen Ladies, schaut, wie sich das neue Team um Neucoach Giannis Kukos heute präsentieren kann. Wird sicherlich auch zufrieden sein mit der bisherigen Vorstellung seiner ehemaligen Mannschaft. Micah Pilz ersetzt jetzt erstmal Verdeen Warner. Alyssa Pierce verweigert da den 3-Punkt-Wurf aus der Zone. Von der anderen Seite hat sie es eben gemacht. Oh, Jennifer Crowder hat da sehr großes Pech. Bay war eigentlich schon drin. Springt dann aber am Ende wieder raus. Und die Axel Baskets müssen sich jetzt beeilen. Nashir Hammonds nimmt den Dreier. Der ist zu kurz. Rebound bei Casey Smith. Und das Foul geht an Rashawn Rayank. Das ist jetzt ihr drittes Foul. Apropos 3 Fouls. Vasiliki Karambatza kommt zurück. Da ist sie jetzt am Ball. Und wieder Jennifer Crowder. Super Zug zum Korb. Zieht das Foul und darf für die nächsten 2 Freiwürfe an die Linie gehen. Crowder mit dem 2. Fehlversuch des Abends. Ja, baut jetzt mit ein bisschen Glück, aber die Führung auf 17 Punkte aus. Die letzten 1,5 Minuten dieses Spiels laufen. Die 17-Punkte-Führung sieht sehr komfortabel aus für die Veilchen Ladies. Aber Sean Ryan bleibt dabei, ballert viel, trifft wenig. Auch wenn Sarah Kranzhöfer hier nach dem Offensiv-Rebound erfolgreich abschließt und zusätzlich das Foul zieht. Und auch den Freiwurf erfolgreich verwertet. Bleibt es trotzdem noch bei einer 14-Punkte-Führung für die Fighting Ladies. Im Basketball ist zwar schon viel passiert, aber wenn man jetzt in den letzten rund 70 Sekunden diese 14 Punkte aus der Hand geben würde, da müsste es schon mit dem Teufel zugehen. In der Zwischenzeit geht Jennifer Crowder jetzt an die Linie. Die Axel Baskets auch bei 5 Team-Fouls. Verwertet den ersten. Und auch den zweiten jetzt ganz sicher. Zeigt jetzt in der entscheidenden Phase ihre Sicherheit im Freiwurf. Ja gut, was soll denn Shea Hammonds jetzt machen? Stand relativ frei an der 3-Punkte-Linie. Muss zum Abschluss kommen. Die Zeit läuft natürlich jetzt gegen die Axel Baskets. Ist aber definitiv noch nicht drin. Schönes Anspiel von Marissa Jennings auf Karambatza mit dem Bodenpass unter das Brett. Und Tiffany Jones-Smith schickt jetzt Karambatza an die Linie für die nächsten 2 Freiwürfe. Das war jetzt auch das 4. Foul für Tiffany Jones-Smith. Was aber in den letzten rund 38 Sekunden nicht mehr entscheidend sein dürfte.
Holt sich hier nochmal den Defensiv-Rebound. Und die Fighting Ladies, ja, kurz vor ihrem ersten Heimsieg im ersten Spiel. Arthur verkürzt nochmal mit ihren 2 Punkten. Und da gab es Probleme mit der Spielzeit. Wurde nicht rechtzeitig angehalten. Muss in den letzten 2 Minuten des 4. Viertels nach jedem erfolgreichen Korbabschluss angehalten werden. Und das wird jetzt durch den Schiedsrichter korrigiert. So, die Schiedsrichter lassen jetzt die Zeit runterlaufen und zeigen dem Anschreibetisch dann an, wann es weitergehen kann. Jetzt geht es weiter. Letzten 20 Sekunden. Angriff geht über Marissa Janning. Super solide Partie gezeigt hat. Macht die letzten 2 Punkte dieser Partie. Und wir gratulieren den BG74 Fighting Ladies für den ersten Heimsieg über die Axel Baskets aus Heidelberg, die hier durch Arsa die letzten 3 Punkte der Partie erzielen. Das Spiel ist aus. 74-60 für die Fighting Ladies. Ein super starkes Spiel. Herausragend die Leistung definitiv heute von Verdeen Warner mit der 41. Ein überragendes Double-Double. Die Halle freut sich, die Fans sind zufrieden und feiern jetzt ihr Team, die erleichtert sein werden nach dem knappen Spiel vergangene letzte Woche, jetzt doch sehr souverän aufgetreten sind, vor allen Dingen treffsicher aufgetreten sind, an der Treffsicherheit vor allen Dingen gearbeitet haben, was im ersten Spiel des Champions Cups noch gar nicht lief. Und dieses Spiel hat definitiv Lust auf mehr gemacht. Wir freuen uns, Sie in der Zukunft wieder begrüßen zu können. Wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Das Interview mit Coach Dennis Tschügern werde ich nachreichen. Und bis bald.